Name ist Michael Halleck, ich arbeite an der Universität zu Köln und bin dort tätig in der Klinik 1 für Innere Medizin, das heißt für Blut- und Krebserkrankungen. Die chronische lymphatische Leukämie ist ein Blutkrebs, der häufigste Blutkrebs, der typischerweise auftritt bei Erwachsenen in hohem Lebensalter. Früher wurde er auch Altersleukämie genannt. Und bis vor kurzem galt die Erkrankung als nicht heilbar, außer durch sehr intensive Stammzelltransplantationen. Diese chronische lymphatische Leukämie hat verschiedene Eigenschaften. Eine typische ist, dass sie zu einem langsamen und sehr unterschiedlichen Verlauf neigt und dass sie unter anderem auch das Immunsystem sehr stark schwächt. Und durch neuere Behandlungsmethoden wird sie in den letzten Jahren immer besser behandelbar und dadurch hat sich die Prognose der Patienten mit dieser Leukämie auch verbessert. Im Grunde genommen ein Zufall, der eine gewisse Rolle gespielt hat. Ich hatte damals bei Herrn Emmerich, Professor Emmerich in München, einen ersten Mentor und Chef, der sich mit dieser Erkrankung beschäftigt hat. Es gab eine kleine Forschungsgruppe und meine erste Arbeit, über die ich auch finanziert wurde, hat sich mit dieser Erkrankung beschäftigt. Ich habe damals einen Prognosefaktor untersucht, die Thymidinkinase. Und dieses Thema hat mich dann mit verschiedenen Abweichungen, ich habe eine Zeit lang im Ausland an anderen Dingen gearbeitet, nicht mehr losgelassen und ich arbeite letzten Endes mit Beginn meiner beruflichen Tätigkeit im Jahr 87, glaube ich, 1987 an dieser Erkrankung. Nun kann man vielleicht dazu sagen, dass damals, also in den 80er Jahren, als ich begonnen habe, überhaupt ausgebildet zu werden und zu arbeiten, für die chronische lymphatische Leukämie mehr oder weniger ein Medikament zur Verfügung stand. Ein bisschen Abwandlungen davon, intensivere Chemotherapien, das war damals das Chlorambucil, ein Medikament, und ähnliche Varianten, Cyclophosphamid kombiniert mit anderen Medikamenten. Das war alles. Es war eines der, sagen wir mal, am wenigsten beforschten Themen in der gesamten Onkologie und in der Hämatologie. Kaum jemand hat sich dafür interessiert, weil die Erkrankung galt als langweilig, als nicht interessant für Forscher. Und erst ein Jahrzehnt später, so in den 90er Jahren, kamen viele neue Entwicklungen hinzu und dann waren wir schon bereit, diese Dinge auch zu testen in klinischen Studien. Also im Grunde genommen war es auch ein bisschen eine Wahl danach, dass sich niemand dafür interessiert hat und ich mir dann gedacht habe, dann können wir ja was Sinnvolles machen. Nun, die Arbeit an dieser chronischen lymphatischen Leukämie hat dann in den 90er Jahren so richtig Fahrt aufgenommen. Ich kam aus Boston zurück, wo ich etwas über 2 Jahre für einen Auslandsaufenthalt, einen Forschungsaufenthalt in Harvard war. Und nach wie vor gab es keine wesentlichen Neuerungen bei der chronischen lymphatischen Leukämie in der Therapie. Und dann ein Medikament, ein erstes der neuen Medikamente. Und wir haben uns damals entschlossen, in München, aus einer der kleinsten Abteilungen in der universitären Landschaft, eine Studiengruppe zu gründen. Sehr unterstützt durch Herrn Hiddemann, Herrn Brittinger, die damals auch interessiert waren, etwas auf den Weg zu bringen. Und ich war noch Assistenzarzt in einem fortgeschrittenen Ausbildungsstadium und dachte mir, dann könnten wir doch versuchen, so etwas Ähnliches aufzubauen wie die deutsche CLL-Studiengruppe, um dieses Thema voranzubringen. Dafür gibt es in Deutschland eine große Tradition, also große multizentrische Studiengruppen, auch in anderen Entitäten. Und diese Vorbilder haben uns inspiriert, das für die chronische lymphatische Leukämie genauso zu machen. Die wurde dann also in den 90er Jahren gegründet und seitdem zunächst mit Herrn Emmerich und mir und dann später von mir geleitet und weiter vorangetrieben und ist heute wahrscheinlich in der Welt die größte und innovativste Studiengruppe zu dieser Erkrankung, mit Sicherheit die meisten Patienten dokumentiert in Behandlungsstudien hat. Und wir haben systematisch, Schritt für Schritt, seit dieser Zeit die Therapie optimiert. Es kamen natürlich Zufälle wieder hinzu, also glückliche Fügungen mit neuen Medikamenten. Und wir haben die systematisch von einem Medikament auf 2, von 2 Medikamenten auf 3, dann die Kombination mit einem Antikörper und jetzt als derzeitigen Schritt die Kombination mit einer
mit einer Therapie, die keine Chemotherapie mehr enthält, nur noch gerichtete Substanzen, entwickelt und getestet, ganz systematisch, Schritt für Schritt. Und wir sehen in Registern, in Skandinavien, in Deutschland, in den USA, dass die Lebenserwartung der Erkrankung sich bessert. Früher haben in fortgeschrittenen Stadien Patienten etwa 3 Jahre gelebt, zu der Zeit, als ich anfing, 2 bis 3 Jahre. Heute leben sie im Durchschnitt 7 bis 8 Jahre und die Lebenserwartung geht permanent nach oben. Das aktuelle Ziel dieser Gruppe ist, aus dieser chronischen lymphatischen Leukämie eine Erkrankung zu machen, die das Leben nicht mehr verkürzt und trotzdem eine gute Lebensqualität erlaubt. Und wir sind, ich würde mal sagen, sehr nahe daran, dieses Ziel zu verwirklichen. Die derzeitigen Behandlungen, die wir machen, erzielen sehr gute und tiefe Remissionen, also Rückbildungen der Leukämie. Die messen wir molekular. Man nennt das minimale Restkrankheit oder Resterkrankung. Und mit den schon sehr potenten Therapien, Chemoimmuntherapien, haben wir so etwa 50-60% aller Patienten in eine solche Remission gebracht. Und neuere Analysen zeigen, dass davon wahrscheinlich schon ein Teil der Patienten nie mehr eine Therapie braucht. Also die sind darunter offensichtlich in Langzeitremission über 10 Jahre lang. Die neuesten Substanzen, die wir testen, das sind zum Beispiel Venetoclax und Obinutuzumab in Kombination, also ein Antikörper und eine gerichtete Substanz, erzielen über 90% anscheinend solche Remissionen. Das heißt, sie beseitigen die Leukämie ohne Chemotherapie in einer Tiefe und in einer Effizienz, die wir bisher nicht gesehen haben. Und deswegen denken wir, dass es berechtigt ist, zu hoffen, dass wir riesige Schritte machen, ja, durch diese Remission. Man hat immer in der Hämatologie und bei Blutkrebs gesehen, wenn es uns gelingt, viele solche molekulare Remissionen zu erzielen, dass wir dann tatsächlich die Erkrankung unter Kontrolle bekommen. Und deswegen bin ich da optimistisch. So, wie lange dauert das, bis wir das richtig beweisen können? Im Grunde genommen erst, wenn diese Patienten nicht an der CLL, sondern an anderen Erkrankungen versterben. Das heißt, wir müssen diese Patienten beobachten bis zum Ende ihres Lebens. Und das machen wir auch in unserer Studiengruppe. Das ist eine der Aufgaben, jeden Patienten zu verfolgen und zu dokumentieren bis zum Ende des Lebens und zu schauen, woran ist er dann verstorben. Als Schätzung kann man aber schon sagen, dass Patienten, die 10 Jahre lang keinen Rückfall mehr kriegen oder nicht mehr behandelt werden müssen, dass da wahrscheinlich die Prognose sich dramatisch verbessert hat. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir da zurzeit sehr großen Fortschritt erzielen. Ich wurde schon früh in meiner Schulzeit eigentlich stark motiviert, Sachen zu machen, die sinnvoll sind. Durch Jugendarbeit, durch die Lehrer, durch meine Eltern, durch das Zuhause, durch Vorbilder. Und in der Medizin, da ich nicht wusste, was ich wirklich leisten kann, hat sich das dann langsam entwickelt. Aber ich habe immer gesucht, sinnvolle Dinge zu machen. Übrigens, Hausarzt sein ist ein sehr sinnvoller Beruf. Und erst durch Zufälle bin ich dann in die universitäre Laufbahn geraten. Und dort habe ich aber auch immer versucht, Probleme zu lösen. Also Dinge, die irgendwie ungelöst sind, zu verbessern. Und das ist komplett faszinierend, wenn man das Privileg hat, so wie ich, an Dingen zu arbeiten, die noch nicht gelöst sind und dann zu sehen, dass durch die eigene Arbeit sich die Überlebenschancen von Patienten dramatisch verbessern. Oder wenn man im Labor, wo ich auch lange und immer wieder auch jetzt arbeite, sieht, dass durch eigene Entdeckungen man Dinge sieht, die vorher niemand gesehen hat, nie jemand entdeckt hat, dann ist es wie Pionierarbeit zu Zeiten der Entdeckung großer Landstriche in Afrika. Man betritt Neuland sozusagen. Und man kann dabei auch noch helfen. Und das ist ein riesiges Privileg. Und wenn einen das nicht motiviert, dann weiß ich nicht, was einen sonst motivieren soll.